Hallo, hallo. Heute nochmal vom Jardin Strand in Puerto. Ich bin ein bisschen gewandert. Jetzt schaut euch das hier nochmal an heute. Der Strand selber, da ist gar nichts los. Und guckt euch mal das Wasser und das Meer an. Sieht das nicht wieder herrlich aus? Und schaut mal, wo ich hier bin. Das sieht aus wie so eine Mondlandschaft. Und da oben, weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, ist ein Segelflieger unterwegs. Noch mal ein Blick auf den Atlantik. Der Himmel weiterhin bewölkt, aber ich habe ja vorhin schon ein Video losgeschickt. Es ist trotzdem schön warm. Es sind bestimmt 23 Grad. Wie gesagt, mit T-Shirt herrlich. Man kann das doch hier einfach nur genießen, oder nicht? Schaut euch mal hier die Umgebung an. Habe ich das nicht gut hier? Guck mal, es sieht ja aus wie eine Mondlandschaft, ne? Gleich landen die grünen Männchen. Und ich habe gesehen, wenn sie landen, die haben auch alle eine Maske auf. Nein, Scherz beiseite. Auch weiterhin muss man hier in Teneriffa, wenn man unterwegs ist, mit Maske los. Und Teneriffa hat ja schon lange so ein Ampelsystem. Rot, gelb, grün. Und dann kann man immer nachlesen, was dieses für eine Bedeutung hat. Also ich sag mal, bei Rot zum Beispiel dürfen die Busse nur bis 50% besetzt sein. Dann ist ab 22 Uhr Sperrstunde. Bei Gelb ist, glaube ich, ab 23 Uhr Sperrstunde. Bei umgekehrt, ne? Umgekehrt, ja, ja. Ihr wisst schon, was ich meine, ne? Naja, gut. Das kann man auf jeden Fall. Ich hole mir immer das Wochenblatt. Kommt hier alle 14 Tage raus. Und dann kann man immer wunderbar nachlesen, aha, in welchem Bereich wir uns gerade befinden und was man beachten muss. Das sollte man eigentlich in Deutschland vielleicht auch einführen. Also hier ist das ganz klar, hier wissen die Leute, aha, wir sind jetzt im gelben Bereich, wir sind im roten Bereich, wir sind im grünen Bereich, das und das dürfen wir uns erlauben oder nicht. So, hier haben wir mal wieder eine Taube. Put, 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 put. Sie ist alleine unterwegs. Ganz, ganz hinten. Ich zoome das mal ran, ob das geht. Guck mal, ist das nicht süß? Da sitzt ein Möwenpaar ganz oben auf der Spitze. Schaut euch das mal an, wie das Wasser hochspritzt, die Wellen. Für die Leute, die Teneriffa kennen, die wissen ganz genau, wo ich bin. Ihr könnt auch sehen, da vorne ist wieder ein Absperrband. Das heißt wieder, man darf nicht am Strand. Ja, jetzt ist es mittlerweile, ich glaube, 20 nach 11. Und nächste Woche
am Montag, ich habe mir ein Auto bestellt für 7 Tage oder für 8 Tage. Am Montag hole ich mir das Auto ab. Und dann zeige ich euch, dann gehe ich auch noch mal zum Flughafen, weil ich muss das Auto am Flughafen Nord abholen, weil wegen Corona hat das Büro hier nicht geöffnet in Puerto. Oder kommt ein Hubschrauber? Weiß ich nicht. Habe ich ihn drauf? Oder ihr hört ihn? Also wegen Corona ist das Büro in Puerto nicht geöffnet. Und dann fahre ich mit dem Bus, aber ist ja auch kein Problem. Ich habe ja Zeit, ich bin ja im Urlaub. Fahre ich mit dem Bus zum Flughafen Nord und hole mir da ein Auto ab. Das heißt, ich drehe dann erstmal ein Video vom Flughafen Nord, was vielleicht für einige auch interessant ist. Und die nächsten Tage werde ich mal zum Flughafen Süd fahren. Das will ich mir mal anschauen, wie es im Moment dort aussieht am Flughafen, welche Flüge reinkommen, wie der Andrang ist. Ich weiß nicht, vielleicht kann ich euch die Teststation irgendwie zeigen. Ach, ich habe mir so einiges vorgenommen nächste Woche. Das heißt, seid auf jeden Fall nächste Woche dabei. Liked meine Videos, bitte auch einen Kommentar reinsetzen. Und ich werde euch nächste Woche mit schönen Orten und Zielen verwöhnen. Wirklich. Wenn ich für eine Woche jetzt ein Auto habe, dann werde ich mal wieder schön unterwegs sein, mir schöne Tage machen und euch daran teilhaben lassen. Und vielleicht auch so wichtige Informationen, Flughafen, wie sehen die Flughafen aus oder Häfen. All sowas werde ich euch schicken. So, das war's von mir. Nochmal einen kurzen Rundumblick. Guckt mal hier, da ist diese Höhle, kennt ihr die? Hier ist ja diese Treppe. Und hier an der Seite, wo die Läden alle, das waren alles früher Restaurants und die haben alle geschlossen wegen Corona. Da hinten gehen ein paar Leutchen spazieren und ganz, ganz hinten könnt ihr auch wieder erkennen, ne, dass der Strand gesperrt ist, dass da aber Netze gezogen sind und Leute auch Volleyball und so spielen. Ja. Das war's heute von mir und seid auf jeden Fall nächste Woche dabei.